Aber wie heißen die? Kann man das sagen, wer die Profiteure sind? Wer. Also ich habe ja vorhin die Renate Schmidt erwähnt. Und um 1975 dachte man also echt, mit der Freigabe mit der Pornografie trocknet man die Pornografieindustrie aus. Ja? Beate Use hat auf Mallorca eine Party gegeben, die 500.000 gekostet hat, als das freigegeben wurde. Und die wusste offensichtlich ein bisschen besser Bescheid als deine früheren Kollegen, Entschuldigung, ja, als Bundestagsabgeordnete. Ja? Also die haben. Der größte Teil der Profiteure, es sind natürlich mafiöse Strukturen, das ist überhaupt keine Frage. Überall, wo Gewalt mit im Spiel ist, stecken auch Leute dahinter, die mit Gewalt keine Probleme haben. Aber es sind heute überwiegend, da ist Beate Use keine Ausnahme, das ist ja heute eine große Aktiengesellschaft, es sind heute überwiegend globale Unternehmen, die Abertausende von Besitzern haben. Ja, die einfach so wie früher bei der Sklaverei, ja, da hat man Aktien gekauft und war irgendwie, direkt war man nicht beteiligt und so weiter, das ist also das Überwiegende. Da unterscheidet sich diese ganze Industrie etwa von der Drogenindustrie, ja, wo wir noch klassisch die Bosse haben, wo man sagen kann, das ist der Drogenboss in Mexiko und das ist das. Das ist in unserem Bereich ganz anders, da verdienen so viele, da verdienen sogar Leute mit, die es gar nicht wussten. Wir hatten vor einiger Zeit einen Fall, wo der Vatikan Aktien, also in der Vatikanbank, der Papst lässt das ja alles überprüfen, und wo der dann durchguckt und feststellt, da waren also Aktien dabei, wo tatsächlich der Gewinn aus solchen Wagen, die waren natürlich sofort abgestoßen worden. Ja. Und, aber man muss sich das bitte mal ganz einfach vorstellen, wie das mit dieser Finanzierung läuft. Jeder, der sich ein bisschen in der Wirtschaft auskennt, der weiß, es gibt zwei Arten, Geld zu verdienen. Entweder ich gehe in Richtung Luxus. Das heißt, ich mache ein Gut ganz rar und dafür ist es furchtbar teuer. Da kann man viel Geld mit verdienen. Ja, so. Wenn diese Luxusgüter aber billiger und für viele zugänglich werden, dann gewinnt der Aldi-Effekt. Ja, dann kann man nur Geld machen, indem man das möglichst billig in großen Massen anbietet. Dazwischen gibt es verhältnismäßig wenig. Also jede Marke muss sich entscheiden, C&A hat sich für die Masse entschieden. Ja? Und viele andere Modehäuser haben sich also für ganz speziell, ja, Handtaschen bei allen Sachen ist Autos. Ja? Viele Autofirmen haben natürlich den Doppelten gemacht. Ja? Also VW weiß das und die haben den Massenmarkt und mit dem Filter und darüber haben sie eben den oder anderen Extramarkt. Und das ist in der Pornografie nicht anders. Wir haben die Edelprostitution, wo sich die Millionäre absetzen können, wo also dann so getan wird, als wäre das tatsächlich eine Beziehung, wo ich mir also eine Frau für einen Monat miete. Und wir haben eben auf der anderen Seite die Aldisierung sowohl der Pornografie als auch der Prostitution, ja, wo die Preise runtergehen und runtergehen und runtergehen. Und je weiter sie runtergehen, desto größer wird der Einfluss der Zwangsprostitution. Ja? Weil wenn ich bei einem, und ich rede jetzt global, ja, so, und hinter dieser Massenverbreitung stecken eben tatsächlich überwiegend inzwischen einfach Konglomerate, die im Besitz von aber von 1000 Leuten sind, ja, die tatsächlich nur interessiert, was hinten rauskommt. Und je billiger das wird, desto mehr Leute können sich das erlauben, desto größer wird die Kundenzahl. Und das ist das Element, was wir in Deutschland gerade ganz konkret erleben, gleichzeitig mit der gesetzlichen Freigabe, dass eben das Geschäft dadurch gemacht wird, dass die Zahl der Leute, die weniger bezahlen, zunimmt. Jetzt versucht man gegenzusteuern, Flatrate war ein Beispiel, ja, das kann sich jeder ausrechnen, dass das mit normal arbeitenden Menschen mit Mindestlohn nicht mehr geht. Ja, also ich bin ja der Meinung, wenn man nur das Mindestlohngesetz in der Prostitution ordentlich anwenden würde, müsste man das überwiegend alles schließen.